Hallo, willkommen zu Crank. Heutiges Thema, kuriose Filmmonster. Und wir fangen an mit Wasp Woman, die Wespenfrau von Roger Corman aus dem Jahre 1960. Der Wissenschaftler Dr. Sintrop forscht nämlich nach einem Mittel aus Extrakten der Wespe zur Verjüngung von Menschen. Als Versuchstier bietet sich die Konzernleiterin Janice Starlin höchstpersönlich an. Doch sie verhält sich wie eine Frau im Schuhgeschäft und erhöht eigenmächtig die erlaubte Dosis. Als böser Nebeneffekt verwandelt sie sich von nun an hin und wieder in die schnucklige kleine Sumsi hier, die ihre Angestellten zu Gelee Royal macht. Weiter geht's mit Alarm für Sperrzone 7 von Arnold Levin aus dem Jahre 1957. Darin überfallen glubschäugige Riesenschnecken bevorzugt knackige Frauen. Wahrscheinlich halten sie die Doppel-D-Bräute für Schneckenhäuser, aber es wirkt. Aus heutiger Sicht nostalgisch war das Tier seinerzeit sicherlich ganz schön gruselig. Trotz seiner Glubschaugen wirkt es nicht ganz so lächerlich wie viele seiner Filmkollegen. Weiter geht's mit Brain Damage von Frank Hennenlotter aus dem Jahre 1988. In den Körper von Brian ist nämlich etwas eingedrungen, der Parasit Aylmer. Jahrtausende alt, sanfte Stimme, bestimmt in seinen Taten. Das Verhältnis zwischen Brian und Aylmer, oder Elmer wie er ihn nennt, ist einfach. Aylmer verabreicht ihm eine bläulich schimmernde Flüssigkeit, die den Empfänger auf psychedelische Röntgen- und Neontrips durch die Nacht schickt. Dafür benutzt er Brian, um an sein bevorzugtes Nahrungsmittel zu gelangen, menschliches Gehirn. Fragen? Keine? Gut. Denn hier kommt Creature from the Haunted Sea, wieder von Roger Corman aus dem Jahre 1961. Darin will ein kubanischer General mit Hilfe amerikanischer Gangster eine Kiste Gold außer Landes schaffen. Das Monster hier, das mich irgendwie an das Krümelmonster aus der Muppet Show erinnert, mischt auch mit. Und hier kommt The Horror of Party Beach aus dem Jahr 1964. Hey, mein Geburtsjahr. Regisseur war Dale Tenney. Der Film verbindet unfreiwillige Komik und Horror, dass sich die Balken biegen. Gummimonster kontra Badenixen würde Sat.1 wahrscheinlich sagen, aber dass diese kleine Filmperle aus amerikanischen Autokinozeiten nie den Weg nach Deutschland fand, ist für mich unverständlich, schon wegen der herrlich trashigen Monster mit Kulleraugen. Und hier kommt das ultimative Filmmonster, Octaman. Regisseur Harry Essex drehte den Film 1971 und ich gebe zu, ich habe mich bei dem Film, damals war ich 8, echt gegruselt. Vor allem die Szene im Showdown hat mich schwer mitgenommen. Seht selbst, ein offensichtlich völlig zugedröhnter Typ im Gummiarmkostüm torkelt und kippt um. Ende Gelände. Das war Crank, bis zum nächsten Mal.